Moin Leute, heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Natürlich geht es nach wie vor um Waffen, insbesondere in Bezug auf das deutsche Waffengesetz. Ich möchte diesmal aber nicht nur von einem einzigen Waffentyp sprechen, sondern präsentiere euch gleich 5 Waffen, die in Deutschland verboten sind. Das Ranking dieser Top 5 verbotenen Waffen ist natürlich sehr subjektiv, aber was soll's. Es gibt ja schließlich auch keine offizielle Liste und je nachdem, welche Kriterien man nun zugrunde legt, kommt man sicherlich auch zu einer unterschiedlichen Rangfolge. Ich selbst habe versucht, mehr oder weniger die gesamte Liste der illegalen Waffen abzudecken und dabei auch Faktoren wie Gefährlichkeit, Beschaffung, Preis, das verdeckte Tragen und ähnliche Aspekte mit einzubeziehen. Also viel Spaß beim Video. Bevor es losgeht, hier noch eine kurze Info am Rande. Ich möchte mit dieser Liste keinesfalls Waffen verherrlichen oder dazu motivieren, sich entsprechende Waffen zu besorgen. Da es sich um verbotene Waffen handelt, ist der bloße Besitz dieser Gegenstände bereits strafbar. Teilweise handelt es sich sogar um Verbrechenstatbestände, für die eine Mindeststrafe von 1 Jahr Gefängnis vorgesehen ist. Das also immer im Hinterkopf behalten. So, den 5. Platz wollte ich gerne eine Waffe mit Klinge vergeben. Und da hier nur bestimmte Arten von Springmesser, Butterflymesser und Faustmesser aufgeführt sind, macht das Faustmesser diesmal das Rennen. Ein Faustmesser habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gesehen. Das Besondere an diesem Messer ist, dass es mit einer feststehenden Klinge ausgestattet ist, die quer zum Griff verläuft. Das Messer wird dann bestimmungsgemäß in der geschlossenen Faust geführt. Auf diese Weise kann man extrem kraftvoll zustechen, da die Klinge durch das gesamte Handgelenk gestützt wird. Zugleich besteht nicht die Gefahr, dass man vom Griff abrutscht und selbst in das Messer greift. In den falschen Händen also durchaus eine gemeine und tödliche Waffe. Und dennoch gibt es Menschen in Deutschland, die ganz legal Umgang mit dieser Waffe haben. Und das macht diese Messer auch so besonders. Denn in § 40 Absatz 3 Waffengesetz steht unter anderem: Inhaber einer jagdrechtlichen Erlaubnis und Angehörige von Leder- oder pelzverarbeitenden Berufen dürfen abweichend von dem Verbot Umgang mit Faustmessern haben, sofern sie diese Messer zur Ausübung ihrer Tätigkeit benötigen. Es ist also eine generell verbotene Waffe, von der es aber aufgrund dieser Ausnahme noch viele Exemplare in Deutschland gibt und vermutlich auch noch weiterhin geben wird. Sehr interessant und ein verdienter Platz Nummer 5 in meiner Liste. Kommen wir nun zu Platz Nummer 4. Und diese Waffen sind mindestens genauso interessant. Nunchakus. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch wenn es skurril klingen mag, Nunchakus gehören in Deutschland zu den verbotenen Waffen. Keine Ahnung, wer auf diese Idee gekommen ist und wann das Verbot ins Leben gerufen wurde, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Hype um asiatische Kampfkünste in den 90er Jahren hierzu beigetragen hat. Was im Film jedoch einfach aussieht, erfordert eine Menge Training. Es wäre daher wohl recht dumm, einen Nunchaku mit auf die Straße zu nehmen und damit eine Bank auszurauben. Vermutlich würde man sich am Ende damit nur selbst verletzen. Aber Gesetz ist eben Gesetz. Und in diesem Fall geht das Gesetz sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt sogenannte Soft-Nunchakus, die für Trainingszwecke konzipiert wurden. Die Hölzer sind dabei abgepolstert und die Kette ist meist durch eine einfache Schnur ersetzt. Man könnte nun auf die Idee kommen, dass diese Art von Waffe so in Ordnung ist. Das BKA sieht das jedoch anders. Materialbeschaffenheit und Konstruktion seien unerheblich, da man die Trainingsgeräte auch nach wie vor noch zum Würgen nutzen kann. Sie zählen also ebenfalls zu den verbotenen Waffen. Tja, was soll man dazu noch sagen? Wer mir das übrigens nicht glaubt und lieber selbst nochmal nachlesen will, der findet den Feststellungsbescheid vom BKA aus dem Jahre 2004 in der Videobeschreibung. Auf dem 3. Platz habe ich nun gleich 2 Waffen für euch. Beide sehr ähnlich, von daher habe ich sie hier mal zusammengefasst. Stahlruten und Totschläger. Und ich glaube, der Name Totschläger sagt eigentlich schon alles, oder? In der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz werden Stahlruten und Totschläger wie folgt beschrieben. Stahlruten sind biegsame Gegenstände aus Metall, die zusammengeschoben werden können und in der Regel mit einem Metallkopf versehen sind. Totschläger sind biegsame Gegenstände wie Gummischläuche, Riemen und Stricke, bei denen zumindest ein Ende durch Metall bzw. durch gleichhartes Material beschwert ist. Die Biegsamkeit ist wie bei der Stahlrute wesentliches Kriterium, da nur dadurch die beabsichtigte Verstärkung der Schlagwirkung gewährleistet wird. Wenn man diese Beschreibung liest, wird die Wirkungsweise dieser Waffen recht deutlich. Da sie nachschwingen, kann hier wesentlich mehr Kraft aufgebracht werden als mit einem herkömmlichen Schlagstock. Das Verletzungsrisiko ist enorm. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es aussieht, wenn man damit am Kopf getroffen wird. Hinzu kommt auch hier, dass beide Waffen recht kompakt sind und daher auch sehr leicht verdeckt getragen werden können. Und auch wenn sie in Deutschland verboten sind, so werden sie haufenweise in anderen europäischen Ländern wie Tschechien oder Polen verkauft. Wie genau die Rechtslage in diesen Ländern aussieht, weiß ich leider nicht, aber mit über die Grenze sollte man solche Waffen keinesfalls nehmen. Und das führt uns auch schon zu Platz Nummer 2,
Eine Waffe, die ebenfalls sehr gerne aus dem Ausland mit nach Deutschland gebracht wird. Der Schlagring. Das Besondere beim Schlagring? Hier ist die Konstruktion des Gegenstands entscheidend. Gefährlich ist nämlich nicht der Teil, der außen über den Fingern liegt, sondern der Teil, der im Innern der Handfläche verschwindet. Diese kleine Stütze sorgt dafür, dass die Kraft des Schlages erheblich intensiviert wird. Genau dieses Prinzip wird auch im Kampfsport umgesetzt, wenn mit dem Handballen oder mit dem Ellbogen zugeschlagen wird. Die Verletzungen sind enorm und der entstehende Schaden ist kaum zu kontrollieren. Die Waffe ist zudem sehr klein und kann leicht verdeckt getragen werden und man bekommt einen Schlagring schon für wenige Euro im Ausland. Das alles macht den Schlagring meiner Meinung nach zu einer super gefährlichen und zu Recht in Deutschland verbotenen Waffe. Viel mehr kann und muss man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Kommen wir nun zu Platz Nummer 1 und hier habe ich mal etwas Ausgefallenes für euch. Getarnte Schusswaffen. Relativ am Anfang der Liste zu den verbotenen Waffen ist folgender Eintrag zu finden. Schusswaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vorzutäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind. Zum Beispiel Koppelschlosspistolen, Schießkugelschreiber, Stockgewehre und Taschenlampenpistolen. Warum diese Waffen so gefährlich sind, muss ich wohl niemandem erklären. Stellt euch einfach vor, John Wick steht euch gegenüber und er hält einen Bleistift in seiner Hand. Ihr wisst nun, dass es ernst wird. Aber ihr habt ja noch einen Kugelschreiber auf Tasche. Und in diesem Fall schlägt Kugelschreiber nun mal Bleistift. Zumindest dann, wenn sich im Innern eine Patrone im Kleinkaliber befindet, die nur darauf wartet, abgefeuert zu werden. Und Schießkugelschreiber sind tatsächlich keine Seltenheit. Verschiedene Zeitungen berichten immer mal wieder von selbstgebauten Schusswaffen, die bei Durchsuchungen und Razzien aufgefunden und beschlagnahmt werden. Darunter eben auch getarnte Schusswaffen. Die Herstellung ist eigentlich relativ simpel, sofern man das Prinzip einer Schusswaffe verstanden hat und weiß, wie man eine Patrone zündet. Eine Anleitung bekommt ihr hier von mir natürlich trotzdem nicht. Und seien wir mal ehrlich, auch mit Kugelschreiber hätte wohl kaum einer von uns eine Chance gegen John Wick. Also was soll's. So, die Liste war zwar nicht sehr lang, aber ich hoffe dennoch, ihr konntet das ein oder andere an rechtlichen Informationen zum Waffengesetz mitnehmen. Und das Video hat euch hoffentlich auch nicht dümmer gemacht. Falls Interesse besteht, würde ich auch nochmal ein vergleichbares Video zu den Top 5 der legalen Waffen zur Selbstverteidigung veröffentlichen. Darunter fällt dann alles, was man frei ab 18 Jahren erwerben und auch führen darf. Lasst mich einfach mal in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt und bis zum nächsten Mal.